Hey Angler, herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Folge. Heute mal ein kleiner Kurzansitz auf die ersten Frühlingsschleien. Dazu habe ich mir hier diesen kleinen See ausgesucht, an dem ich letztes Jahr schon mal war. Was recht erfolgreich war und ich hoffe, dass hier das Wasser schon ein bisschen wärmer ist, denn er ist nicht so tief. Jetzt, wenn man anfängt, auf Frühlingsschleie zu gehen, sollte man sich nicht zu große und schwierige Gewässer aussuchen, sondern eher was, wo es ein bisschen einfacher ist, wo die Fische schnell in Gang kommen. Und deswegen habe ich heute auch als Futter den Friedfischtraum dabei. Das Futter ist halt sehr schnell arbeitend, macht nicht satt. Das ist der Vorteil an der ganzen Sache. Und da kann ich jetzt ein paar kleine Bällchen anfüttern und die Fische schnell ranlocken. Ja, dann mal sehen. Köder, Marde, Mais, ein bisschen Teig kann ich machen. Ich habe ein bisschen Zwieback bei, richtiger schöner Oldschool-Teig aus Zwieback. Ein paar Würmer habe ich dabei. Dann werde ich es mal mit zwei Ruten probieren. Eine Wurfrute werde ich ein bisschen rechts runterwerfen und mit der Stippe wieder vor den Füßen. Das klappt, denke ich, mal wieder ganz gut. Das habt ihr ja schon ein paar Mal gesehen. Und dann mal sehen, ob vielleicht schon die eine oder andere Schönheit heute ans Band kommt. Wir haben jetzt ungefähr 3-3,5 Stunden Zeit zu angeln. Deswegen werde ich jetzt schnell aufbauen, alles anrühren und dann geht's los. Ja, also ich habe das Futter einfach nur ganz schnell aufgerührt und drin, ja nicht groß Faxen gemacht, ne, nicht lange quellen lassen, weil ich einfach eine schöne Wolke will, das Wasser ist ja ganz flach, das ist 60 cm hier ungefähr. Deswegen muss man jetzt da nicht so drauf achten, dass das dann alles absinkt, kann ruhig ein bisschen eine Wolke geben. Ja, und da hat man ja gleich gesehen, gleich erster Wurf war Fisch, einwandfrei, so soll das sein. Ja, und jetzt einfach mal abwarten, Köder ein bisschen größer wählen, sodass die Kleinen das nicht ins Maul bekommen. Jetzt zeigt ein Maiskorn drauf und ein Wurm. Mal sehen, was passiert. Ich bin sehr gespannt. An so einem kleinen See hat man natürlich immer schnellere Chancen, weil man einfach ja, die Fische besser abpassiert. In einem großen Gewässer ziehen die Fische mehr rum, in einem kleinen ziehen sie immer ihre Kreise. Und da wird man schneller Erfolg haben. Das ist einfach das, was man im Frühjahr möchte. Flache, kleine Gewässer, leicht angeln, deswegen halt auch die Stippe oder eine feine Matchroute, wie ich es jetzt drin habe. Das ist ideal. Nicht dicke Vorfächer. Ich habe jetzt ein 16er Vorfach drauf. Das reicht vollkommen aus. Ja, und dann heißt das einfach geduldig sein, denn auch gerade im Frühjahr muss man einfach ein bisschen Sitzefleisch haben. Die Fische kommen ja erst in Gange, nehmen langsam ein bisschen Nahrung auf. Deswegen verwende ich jetzt auch ein Futter, was nicht einen hohen Anteil an Proteine hat oder Rohfette, sondern halt einfach nur eine hohe Lockwirkung. Deswegen halt der Friedfischtraum. Ne? Ja, also bleibt jetzt abzuwarten, was passiert. Ihr seht, einfaches, aber dennoch effektives Angeln. Ja, braucht nicht viel Schnickschnack.
Und das war so schön, dass gerade jetzt im Frühjahr. Ich bin heiß, ich hoffe, da kommt ordentlich was. Ja, Leute, mega geil, es hat geklappt. Made Mais war jetzt der Kombi-Schlüssel. Keine Riesenschleie, aber die erste diese Saison. Auch sehr magerer Fisch. Ich denke mal, die haben Hunger, aber einwandfrei. Ich freue mich, hat es doch geklappt, gleich beim ersten Kurzansitz. Ich denke mal, so knappe 40 wird sie haben. Schön, aber knochig. Die muss noch ganz schön viel futtern. Geil. Yes, so muss das laufen. Ja, Leute, das war dann auch schon mit dem Angeltag wieder. Also die paar Stündchen. Jetzt geht's nach Hause. Und ihr habt gesehen, einfach und erfolgreich. So kann das manchmal sein in 3 bis 4 Stunden Ansitz, ohne viel Schnickschnack, was man braucht. Ja, die Fische sind immer noch am Platz. Aber wir werden jetzt abbrechen und einen anderen Tag nochmal probieren. Ja, geht auf jeden Fall ans Wasser. Ihr seht, es kann einfach mal schnell gehen, dass man eine schöne Schleie überlisten kann oder vielleicht auch einen anderen Fisch und genießt dieses herrliche Wetter, was wir jetzt momentan haben. Diesen schönen Frühling muss man einfach auskosten. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß am Wasser, viel Petri Heil, fangt viel Fisch und passt schön auf euch auf. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Olli und ciao.